Hallo liebe Leute, und es kann weitergehen auf dem verschneiten Kontinent von Treasure Hunter G. Und ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, was es hier überhaupt noch für Orte zu erkunden gibt und habe entdeckt, dass ich diesen Wald noch gar nicht erkundet habe. Deswegen gehen wir jetzt in den Dahara-Wald. Hier können wir sogar speichern. Das werde ich jetzt auch direkt mal in Angriff nehmen. Wobei, halt, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich habe es vergessen. Wir sollten schließlich unsere Party auch noch einmal aufheilen. Bevor ich wirklich da ein großes Problem habe. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, was nochmal da auf mich erwartet. Ich kann mich an eine Szene noch erinnern. Dass ich weiß, dass die noch kommen wird. Aber mehr weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Also was für Kämpfe und so noch auf uns warten hier. Ich denke mal, wenn wir in diesem Dom sind, dann wird es sowieso noch etwas amüsant. Okay. Schau, wenn wir diese High Potion für Gojira nicht bald bekommen, wird er in großen Schwierigkeiten sein. Stimmt. Wir haben nicht viel Zeit, einfach nur rumzusetzen. Oder wir haben nicht viel Zeit rumzusetzen. Aber wir gehen trotzdem schlafen, weil wir es können. Gojira überlebt das sowieso. Was soll das bedeuten? Das ist ein toller Weg, gute Nacht zu sagen. Darauf bin ich selbst gekommen. Okay. Rain, Rain. Blue. Okay. Okay, okay, okay. Ponga sagt. Hallo. Hat er das wirklich? Wahrscheinlich nicht, aber er hat versucht. Das Spiel ist echt schon genial. Also die Texte hier sind echt teilweise der Hammer. Und Ponga steht als erstes auf. Und Blue fällt mal nicht aus dem Bett. Ein Wunder. Hat es mal geschafft, vernünftig aus dem Bett zu kriechen. So, jetzt wollen wir aber endlich mal dahin gehen. Zum Dahara-Wald. Vielleicht finden wir da High Potion. Gojira muss leben. Wir müssen weitergehen. So, jetzt gehe ich definitiv nochmal speichern. Diese Kugel ist ja nicht umsonst da. Die eigentlich wie ein Planet aussieht. So, okay, hier sind auf jeden Fall auch noch Menschen. Ich bin gekommen, um diesen Werwolf zu jagen. Der Typ ist sehr reich. Er hat einen Haufen voller Gif abgegeben. Okay, ich will mal hier rum. Sieht nach einer Sackgasse aus und hier ist ein Felsen oder sowas. Okay, da können wir nicht weiter. Schade. Wenn wir vielleicht irgendwie auch noch beseitigen können, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Okay, hier sind bestimmt irgendwo noch Gegner. Ich erwarte es schon. Ich frage mich nur, wo sie sind. Ah, hier ist ein... Ist das der Werwolf? Okay. Japp, Grid Level 3 schon. Bekämpfe Werwolf. Na klasse. Jetzt sind wir bei 4, 8 und 12. Oh. Ich sehe hier aber sehr viele Raupen. Ein Wurm. Okay, dann ist es eben ein Wurm. Ich habe es als Raupe angesehen. 300 HP hat er fast, okay, das ist nicht viel. Aber bei diesen Feldern ist das jetzt ein bisschen beschissen mit den Act Points. Das heißt, wir müssen jetzt sehr taktisch hier vorgehen. Na klasse, und wir können die Raupen noch nicht mal beseitigen? Bringt Elektrizität was gegen die? Okay, Werwolf, bleib weg! Wieso kannst du so viel... Okay. Nimm das! Okay, gleich schon Level Up für DJKR, yay! Halt, nein, das wollte ich nicht... Ich wollte schnitzen. So, Ray, was mache ich mit dir? Ich würde sagen, du machst Feuer auf diesen Wurm. Wollen wir doch mal gucken, wie viel das abzieht. 20 nur. Wie viel haben die nochmal? 100... Okay. Das wird ein heftiger Kampf. Also, wenn die so viel HP haben, dann wird das echt nicht amüsant. Aber ich glaube, dieser Werwolf, so wie ich das eben wirklich gesehen habe, schaffen wir diesen einen Jungen festzuhalten. Ah, dieser Wurm haut ab, okay. Von mir aus kannst du das machen. So. Mit Blue kann ich also nicht... Also, Moment. Ich habe doch diesen Feuerstab. Ah, verdammt. Ich merke gerade, der ist ja bei DJK in der Tasche. Okay, ich werde mal diesen starken Frosch aussetzen. Damit vielleicht etwas mehr Schaden davon dann geht. Dann gibt's jetzt Saures. Okay, erstmal gibt's Schmerzen. Das Ganze kann ich auch. Mit Schnitzer. Dann wirst du gleich alt aussehen, Werwolf. Naja, viel hat er echt nicht mehr.
Und das reicht sogar, um ihn zu besiegen. Und das war's. Schade nur um die schönen Erfahrungspunkte. Aber egal, der Werwolf ist weg. Das ist mir in dem Fall mal wert. Hätte jetzt aber auch echt nie gedacht, dass ich mit dem Werwolf dann alles beseitige. Okay, da ist ein Stab in diesen Felsen. Oder täuscht das? Oh, ihr braven Seelen, war das, die mich gerettet haben. Wer ist dieses Mädchen dort drüben? Warum ist sie mit meinen Helden? Da ist sogar ein Affe. Okay, nein, nein. Diese Leute sind nicht meine Helden. Was soll das jetzt heißen? Achso, war das gerade... Okay, Pongas Schwanz, was ich hier gesehen habe. 6000 Gift, heilige Scheiße. Wir sind reich. Zumindest vorerst. Wir können uns erstmal eine Menge leisten. Yay. Okay, aber... Jetzt, wo ich sie befreit habe... Achso, jetzt kommt er. Oh, es sieht so aus, als hättet ihr dieses Monster bekämpft. Euch wird es möglich sein, 3000 Gift zu bekommen. Ich habe aber 6000 bekommen. Nun, es könnte natürlich möglich sein, dass ihr es tut. Ich bin derjenige, der es euch beigebracht hat. Hey! Okay. Dann uns einfach mal 3000 Gil abgefuckt. Was für ein Dieb! Naja, immerhin, wir haben noch 3000 behalten dürfen, also von daher... dürfen wir uns eigentlich nicht so sehr beklagen. So, jetzt will ich aber mal gucken, ob wir jetzt irgendwo woanders weiter können. Theoretisch müsste das doch jetzt gehen. Eines dieser Wälder müsste jetzt offen sein. Moment, nicht dieser Wald. Den da unten wollte ich gucken. Hier lang. Wobei, da werde ich noch nicht durch können, oder? Nee, der Baum liegt immer noch da. Gut, haken wir das erstmal ab. Was hat eigentlich so eine Pyramide in kaltem Gebiet zu tun? Egal, vielleicht geht's jetzt durch den Muban-Wald. Immer noch nicht. Da sind immer noch diese Soldaten. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die Stadt. Vielleicht haben wir jetzt dort mehr Erfolg. In Akras. Nun weiß ich jetzt nicht, wo ich dort hier... Okay, Moment. Mir fällt was ein. Wir haben hier noch diesen Abwasserkanal. Den habe ich ja ganz verdrängt. Von denen haben die ja auch gesprochen. Hm? Hey! Denkst du... Hey, was denkst du, was du da tust? Wir sind die Einzigen, die hier spielen können. Also verschwinde! Ja, verschwindet von hier. Hier gibt es nichts außer Müll. Verschwindet von hier. Nein, ich will hier rein. Ich will hier in diesen Abwasserkanal. Wenn ich das irgendwie kann. Okay, das scheint wohl nicht zu klappen. Nein, ich will nicht. Ach, Mann. Wir müssen die auf jeden Fall irgendwie loswerden. Ah, okay. Ich muss einfach nur ein bestimmtes Feld bewegen. Und jetzt komme ich da also nicht rein. Ach so, versteckter Schalter. Raffiniert, wir können rein. Endlich. Wir haben einen Weg gefunden. Wir müssen jetzt echt durch die Abwasserkanalisation hier. Okay, das dürfte amüsant werden. Aber ich erinnere mich, dass es hier auf jeden Fall sehr interessante Wege gibt. Wir können auf jeden Fall dadurch, wo es so auffällig aussieht, wenn dementsprechend der Weg nicht versperrt ist, wie es da gerade der Fall ist, und hier aber eine Ratte. Komm her. Kämpfer. So, dann wollen wir doch mal schauen, mit wem wir es hier alle zu tun haben. Nur drei Ratten. Nur drei lächerliche Ratten. Es waren nur noch zwei. Also ich würde jetzt mal sagen, dieser Kampf ist echt lächerlich. Deswegen machen wir mal einen kurzen Prozess mit diesen Ratten. Und einen noch. Weg ist es. Und die letzte Ratte. Okay, da muss ich noch einmal Schlitzer machen. Und das war's. Ich glaube, ein normaler Angriff hätte auch ausgereicht. Egal, ich würde es halt auf die brutale Art und Weise lösen. Hätte ich zwar meine SP sparen können. Egal. So, Leute. Dann können wir jetzt mal diesen Hebel hier aktivieren. Jetzt müsste eigentlich der Weg hier drüben frei sein. Wunderbar, wir können hier durch. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Hier sind auf jeden Fall die Jungs. Hey, dies ist eine Untergrundbasis. Euch ist es nicht erlaubt, hier reinzukommen. Ja, verschwindet von hier. Dies ist unser Geheimnis. Verschwindet von hier, Mann! Ich soll von hier verschwinden. Nein. Nicht, wenn ihr hier nette Sachen habt oder so. Nein, ich will nicht verschwinden. Okay, ihr habt hier aber gar nichts.
Kann ich hier vielleicht dran? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann muss ich wohl hier diesen Hebel betätigen und dann wahrscheinlich hier links weiter. Nee, irgendwo anders muss was aufgegangen sein. Jetzt muss ich das erstmal suchen. Ah, genau, hier gibt's. Oh nee, das sind nur Lichter. Okay. Dann habe ich mich da jetzt doch geirrt. Okay, wo ist der Weg, wo ich jetzt weiter kann? Ich weiß schon, warum ich Abwasserkanäle in Videospielen nicht besonders mag. Also hier komme ich definitiv noch nicht weiter. Achso, ich sehe schon. Dann müssen wir halt hier durch. Okay, jetzt muss ich hier... Ah, erstmal den Weg finden. Na gut, Fledermäuse, dann komm mal her. Dann mache ich euch eben auch mal fertig. So, da muss ich jetzt erstmal sehen. Das sieht wohl so aus, als wenn ich hier über Wasser, obwohl doch. Mit Blue kann ich da auf jeden Fall drüber schlagen. Und dann ist diese Fledermaus-Geschichte, aber sonst muss ich eigentlich über diese Brücke gehen. Wobei Ponga kann das auch, Gott sei Dank, noch machen. Yay, die Ratte ist erledigt. Und dann bleibt nur noch die eine da unten. Mit der Fledermaus zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich erstmal runterlatschen. Okay. Dieses bisschen Schmerzen, das überleben war. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall wieder Blue. Der auf jeden Fall soweit den Weg frei macht, wenn es klappt. Okay, Ponga, ich glaube, du machst gar nichts. Und weg. Und die Fledermaus ist auch weg. Ja, es hat gereicht. Naja, zwei Erfahrungspunkte besser als gar nichts. Okay, Leute. Diese Abwasserkanalisation wird echt noch heftig. Da finde ich nichts. Hier kann ich auch noch nicht durch. Oh, doch, geht. Hier wäre der nächste Hebel, den ich jetzt betätigen könnte. Aber hier wäre ein Oktopus oder ein Tintenfisch oder eine Qualle, die uns einfach mal den Weg versperrt. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht voll freundlich aus. Wollen wir doch mal gucken, wie wir gegen diese Viecher hier klarkommen. Medusa. Das sieht aber nicht wie eine Medusa aus. Wie kann man eine Qualle Medusa nennen? Also Squaresoft, ich wüsste das echt mal, was ihr euch damals gedacht habt. Okay, diese Qualle hält aber auch noch was aus. Ah, egal, wir kriegen sie auf jeden Fall noch. Nein, nicht wieder saugen. Okay, Ponga ist vergiftet. Jetzt sind alle vergiftet, bis auf Blue. Der Einzige, der jetzt nicht vergiftet ist. Na toll, das Level abbringt uns leider auch nicht viel. So, Qualle erledigt. Und die Fledermaus auch noch. Nee, das will nicht reichen. Nicht ganz. Okay, die Vergiftung ist scheiße jetzt gerade. Okay, wenigstens ist die schon mal weg. So, Rain. Ich würde sagen, du bleibst da stehen. Du bist schon vergiftet genug. Ponga, du überlebst gut. So soll sich das auch gehören. Und wunderbar, wir haben sie erledigt. Vergiftung ist geheilt. Na Gott sei Dank. Ist aber auch wirklich schon sehr lästig, wenn diese Medusen einfach mal vergiften können. Ohne große Probleme. Egal. So, hier können wir auch noch nicht weiter. Also hier haben wir auf jeden Fall ein lästiges Labyrinth vor uns. So, ein neuer Weg ist frei. Aber erstmal wollen wir mal schauen, was es hier oben noch gibt. Hier steht auch noch so ein Junge. Ich habe ein bisschen Mist von hier aufgesammelt. Und wenn wir es zusammentun, können wir dadurch Stinkebälle machen. Versuche einen von ihnen zu werfen. Wir haben Stinkebälle bekommen, okay. Sehr lecker. Da vergeht mir schon der Appetit jeglicher Art. Okay, jetzt will ich mal... Ja, ich weiß. Geh weg, ich will hier... Ich will gucken, ob ich jetzt hier lang kann. Immer noch nicht, okay. Gut, dann muss ich woanders suchen. Oh Mann. Also hier geht's auch noch nicht weiter. Da muss es irgendwo anders noch was geben. Aber hier sehe ich jetzt absolut keinen Weg. Und okay, dann muss... Verstehe, ich war blind. Oh, oder zu blöd, einfach diesen Weg zu gehen, weil es doch nicht so leicht ist. Okay, der nächste Weg ist auf jeden Fall frei. Das ist schon mal sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier weiterkomme.
Okay, dann ist es da oben, definitiv. Dann wird dieser Weg wahrscheinlich als letztes freigemacht. Warum eigentlich nicht? Ja, jetzt können wir endlich hier lang. Oh nein, nicht noch mehr Tintenfische. Ich hasse euch, Medusen. Wir kommen mit dem Frosch, um zu gewinnen. Ist ja leicht. Okay, ich nehme alles zurück, Leute. Wisst ihr was, ich würde sagen, diesen Kampf werden wir uns fürs nächste Mal aufheben. Es könnte eventuell dieser Frosch sein, den wir eventuell für ein weiteres High Potion brauchen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in diesem Kampf. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute. Und dann holen wir uns diesen Frosch.